Hallo Leute, willkommen zurück zu Overlord, wo wir gerade allein sind als alleiniger Herrscher. Ich hoffe, ich kann hier irgendwo Schergen holen. Ich habe nochmal nachgeschaut, unsere Mission ist halt irgendwie die Zerstörung oder irgendwie so die Verbrennung von Schloss Rauschingen. Nicht mal 1000 Halblinge könnten so viel Schaden anrichten. Der Geruch von Magie liegt in der Luft und das ist nicht gut. Ihr solltet das näher untersuchen. Jedenfalls, das sollen wir untersuchen. Aber ich will das nicht alleine untersuchen. Ach, verdammte Kacke. Ich müsste mal irgendwo ein paar Schergen rekrutieren können. Hey. Hab mal vorhin nachgeschaut, Jungs. Alles in Ordnung. Da gibt's nichts zu sehen. Ach, irgendwo konnte man doch hier Schergen rekrutieren. Nebenbei, was jetzt leider irgendwie ich total versäumt habe, aber das kam auch total unerwartet. Da war so eine Dame, die gemeint hat, ja, sie können ruhig unsere Schafe töten, wir haben eh zu viele davon. Okay, zu viel von Schaf. Nicht schlecht. Aber halt auch festgestellt, man kann die halt nicht spezifische Schergen spawnen lassen. Oh Gott, ich brauche irgendwas, um Schergen zu holen. Wo ist hier der... Oh, Alter, wieso ist hier nichts? Nur ein toter Halbling ist ein guter Halbling. Kannst du mir nicht sagen, wo ich Schergen holen kann? Ich bin dein verfickter Overlord. Da ist was! Ah, toll! Braune Schergen. Gebratenem Halbling. Ich bin hoch erfreut, dass ich nur gelbe holen kann, wenn ich das Ding mal ins Visier bekomme. Ja komm, hier mal 15 Stück, weil wir es können. Dürfen ja keine roten holen. Uns befreit, danke. So, welcher Weg war denn das jetzt? Das ist halt jetzt die nächste Kacke. Ich glaube, das ist es jetzt nicht. Das sind auch wieder Halblinge. Muss gerade nicht sein. Einfach hier weg, ja. Alles, was nicht festgenagelt ist. Ach was, sie fressen die Nägel einfach mit. Die besten Helden sind die mit einer eigenen Armee. Genau. Ja, der ist nicht ganz unrecht. An den kann man sich am besten erinnern. Mir gefällt seine Aussage, ja. Ich als Overlord sage, das ist in Ordnung. Gut. Jetzt dann nur die Frage. Ach Gott. Und jetzt, wenn ich jetzt hier ein paar Schritte laufe, sehe ich es schon kommen. Nicht mal 1000 Halblinge könnten so viel Schaden anrichten. Das Spiel will mich jetzt gerade echt verarschen. In der Luft und das ist nicht gut. Ihr solltet das näher untersuchen. Danke. Nach 5 Minuten habe ich auch noch nicht vergessen, was mein Ziel war. Sehr freundlich. Ah, du kriegst die roten. Alles klar, also nur... Da fängt es jetzt nämlich schon an. Jetzt brauche ich... Natürlich. Natürlich. Ich hätte es wissen müssen. Oh, das ist aber ein dickes Vieh. Los, macht's platt! Okay, okay. Passt, passt, passt. Da hinten wäre noch mehr. So. Ich habe sogar welche verloren. What? Nee, geht mal wieder rein. Ich kann euch nicht gebrauchen. Das kommt vielleicht jetzt falsch rüber, aber entspricht leider der Wahrheit. Was sind denn die anderen zwei? Ich will... Ah, okay, okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Denn jetzt habe ich hier meine roten Schergen. Wenn ich da jetzt langlaufen will... ich verbrenne! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Meine Schergen könnte ich wahrscheinlich... Ach, die können auch nicht da lang. Ah. Also war es jetzt wahrscheinlich komplett verschwendet, dass ich jetzt alle gewechselt habe. Mensch, die Insekten zu treffen mit den roten ist gar nicht schwer. Huch, war ich das? Jetzt bin ich an sich der einzige Nahkämpfer. Komm her! Und der brennt sowieso aus dem Arsch. Das ist irgendwie lustig. So, vielen Dank, vielen Dank. Ihr müsst das auch einsammeln, Leute. Oh,
was die Schergen nicht alles für mich machen. Okay. Vielleicht hätte ich vielleicht doch noch ein paar Braune mitnehmen sollen. Ah. Das weiß man ja halt nie. Das ist doch kacke. Das ist nicht fair. Ich habe jetzt schon wieder einen verloren. Achso, ja, das war ja eben gerade. Das war ja gerade so. Schergen, Attacke! Ich muss echt wirklich mal dringend ein paar Braune mitnehmen, weil die halten hier gar nichts aus. Verdammte Kacke. Ich hole jetzt mal ein paar Braune. Okay, mit Braunen jetzt schreit für voran. Oh, das geht doch viel besser. Schaut euch das mal an. Meine, ihr Roten seid zwar auch schon cool mit euren Fernkampfattacken, aber... Ja, ihr seid halt keine Braunschergen, ne? Nehmt's mir nicht so übel, ich bin euer Overlord. Ich toleriere euch trotzdem. Was jetzt nicht unbedingt heißen muss, es mir gefällt, aber... Man kann ja dran arbeiten, ne? Das sah jetzt eigentlich so aus, könnte ich hier durch. Aber nein. Jetzt sind wir hier. Ich vielleicht irgendwas hier noch machen? Nee, nicht wirklich. Den Baum habe ich angefackelt. Der bewegt sich auch, wenn ich drauf haue. Voll cool. Ja, cool. Geht das schön los. Ich meine, hier noch irgendwo. Geht's hier irgendwo anders noch lang? Ha! Nee, nicht wirklich. Verdammt! Ich übersehe was. Na, ganz große Klasse. Der Weg ist auf einmal frei. Was? Ja, ich kann hier jetzt rechts lang. Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Oh mein Gott, ein Ninja! Der war sicher nicht von hier. Ich frage mich, ob die Frau, von der dieser schwätzende Bauer sprach, hinter all dem steckt. Komm, was sind das für Typen? Weg mit euch! Feuerball ins Gesicht! Ihr solltet einen anderen Weg nach drinnen finden, Meister. Danke für die Info. Ich gehe jetzt einfach hier rechts lang, den einzigen Weg, den ich gehen kann. Damit hätte ich jetzt nie gerechnet. Okay, Könnt ihr nicht da irgendwie... Ach, die können das Feuer aufsaugen. Oh! Reicht das schon? Jetzt hatten die meine ganzen Roten getötet. Nein. Ist Tor offen? Ja, Tatsache. So, jetzt darf ich mir wieder Rote holen. Danke. Die saugen das Feuer auf. Ja, komm erst mal drauf. Das ist das rote Schergen, die viel mit Feuer zu tun haben. Feuer aufsaugen. Verdammte Kacke. Bin ich denn Odini? So, was haben wir hier? Hinterher. Obwohl. Das will ich jetzt nochmal nachschauen. Also, ihr sagt das auf? Krass. Ich habe meine Meinung zu ihm gerade umgeändert mit euch, rote Schergen. Ihr seid ja doch, fähiger als erwartet. Ich werde euch nicht mehr tolerieren, sondern akzeptieren. So. Da sind noch ein paar von den Narutos. Die haben keine Chance gegen meine Schergen. Wie willst du ja was vormachen? Das sind aber einige. Dammit. Nein, meine braunen Schergen. Verdammt, verdammt. Oh Gott. Komm schon, komm schon. Ja. Er lebt noch. Okay, jetzt nicht mehr. So wie der Rest meiner Schergen. Krass.
Verdammt. Oh Mann. Ja, Moment. Ah, da ist ein Becken. Oh, komm schon. Das ist nicht fair. Hier drüben ist auch noch am Ende eins. Nein, aber... Okay, wieso nur rote? Was soll der Müll hier? Ich hätte gern alle, wenn dann... Ah, hier sind noch mehr. Ninjas, los, Naruto. Rasengan. Bums. Mach sie platt. Zeigt ihnen, wer der wahre Meister ist. Oh, hier kann ich Mana tanken, aber ich hätte gern Leben. Und Safe Spot. Sehr gut. Was haben wir hier? An den anderen Brunnen. Oh, wie unerwartet. Ich kann nochmal einen Braun. Die müssen sich ja immerhin opfern. Die sind die... Oh nein, ich möchte jetzt hier keinen Spoiler loslassen. Oh, nein. Da, drei. Vielleicht sogar noch mehr. Ein Objekt? Ich mag Objekte. Er sagt auch immer wieder das Gleiche. Gut. Was ist das jetzt genau? Ich weiß es nicht. Und die haben sich wehgetan. Lustig. Oh mein Gott, das ist für die Gesundheit. Oh, jetzt fühle ich mich viel gesünder. So, na, wer opfert sich freiwillig? Für mein Mana. Und noch einer. Hui. Und weiter geht's. Das erweitert das Leben. Ja, ich fühle mich so mächtig. Ein Mighty Overlord, ich sag's euch. Gut, schauen wir uns doch einfach mal hier die Umgebung an. Sieht ein wenig kaputt aus. Mache ich euch nichts vor. Hier, ihr macht mir das hier mal kaputt. Sammelt mal auch schön alle sein. Sehr gut. Ausrüstung könnt ihr behalten. Ich bin ja schon gut ausgestattet. Wen willst du dir was vormachen? Kaputt machen. So. Und wenn wir die Festung reparieren, ist das dann meine. Finde ich. Das ist so mein zweites Zuhause, würde ich sagen. Habe ich nichts dagegen. Sieht auch relativ flott aus. Smart. Jetzt nicht super groß, sodass man hier noch ein paar Drachen reinstopfen kann. Nicht so wild. Die können ja drüber rumfliegen und die Schafe essen. Ich meine, davon haben sie eh zu viel, haben sie ja gesagt. Naja, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. So, haben wir ja sonst noch irgendwas. Und dann sind... Ja, an sich schon, ne? Oder? Komm ich hier entlang? Ne, Weg versperrt. Steine, meine größten Feinde. Neben Treppen. Obwohl, Treppen schaffe ich. Gut. Ah, da ist ja noch so ein Käfer. Mach den mal platt. Perfekt. So, Rote. Macht euch mal nützlich. Feuer aufsaugen. Ist das so eine Art Ritual, was sie da dann machen? Oder nee, werden sie dadurch stärker? Kann das sein? Verließe von Rauschingen. Okay, rein geht's. Okay, gut zu wissen. Warum habe ich das jetzt als Information bekommen? So, und hier könnte ich, glaube ich, nochmal zurück, dann komme ich mit volles Leben zurück. Das ist sehr praktisch, das werden wir jetzt auch tun. Wir machen dann natürlich auch gleich sofort weiter. Euch zum Gruß! Wir werden auch nie fertig mit den Arbeiten, oder? Vielleicht brauchen sie eine Mätresse. Whatever. Zurück zum Ort. Verliese von Rauschingen. Wunderschön. Ich muss immer noch eine Mätresse finden. Weiß der Geil, wo die sein soll. Gut. Jetzt erstmal alles wieder aufbauen. Die Konstellation, die ich hatte, fand ich eigentlich sehr schön. Also 10 von denen. Nein. Ich möchte dahin. Und 5 von denen. Der Teleporter ist ein wenig schlecht platziert. So, komme ich jetzt hier noch weiter oder nicht? Die können doch bestimmt wieder das Feuer aufsaugen, ne? Ja! Ah. Ich fühle mich so mächtig wie ein Overlord. Bitte beeilt euch, sie kommen. Bleib weg. Diese Menschen sind keine Bedrohung. Leg das weg. Okay, wir sollten rennen. Schnell, die Kammer. Das war fürchterlich. Wenn du nicht willst, dass sie uns hierher folgen, solltest du die Tür schließen. Noch mehr von denen. Verdammt. Schnappt sie euch. Behaltet eure Roten besser im Auge.
Eure kleinen Kreaturen sind echte Schätzlein. Ich bin Rosa. Sieht so aus, als ob ihr nicht ganz ungeschickt wärt. Seid ihr in einem Auftrag interessiert? Habt ihr von der Seuche in Himmelsspitze gehört? Eine sehr unschöne Sache. Ich wollte wissen, ob die armen Kerle hierher fliehen können, die nicht infiziert sind. Noch nicht. Ich muss weg von hier, aber erst wenn diese Plünderer weg sind. Und außerdem brauche ich mein Gepäck. Könntet ihr euch darum kümmern und mein Gepäck holen? Oh, übrigens sind die Plünderer in Begleitung einer seltsamen Kreatur unterwegs. Irgendetwas Magisches. Sie hat ihnen wohl geholfen, hier hereinzukommen. Okay. Oh, was immer, ey. Scheint wohl nicht so feindlich zu sein, wie er es erwartet. Diese mysteriöse Frau, die Leute zum Anfang bringt, was man auch immer da jetzt gesehen hat. Das sind noch ein paar von diesen Plünderern. Die müssen wir wohl, ja, beiseite räumen. Oh, oh, okay, die wollen hier gleich Ärger. Na, kommt ihr jetzt rüber oder nicht? Ne? Traut euch nicht, ne? War klar, war klar. Moment, ich mache euch mal den Weg frei. Und dann Attacke! Kein Entkommen! Tötet sie! Könnt ihr ihre Rüstung nehmen? Oh, jetzt habe ich meine... Habe ich mit meiner eigenen erwischt? Ups, upsala. Was passiert also, Overlord? Ich bin halt ziemlich mächtig. Oh, da sind welche. Nee, Moment, sind sie nicht. Sind sie nicht. Jetzt muss ich mal die ganzen Wege hier freibahnen. Das ist ja ganz toll. Okay. Noch mehr. Macht mal weg. Oh. Oder? Ah, okay. Das hätte ich vielleicht früher machen sollen. Attacke! Und das geht so die ganze Zeit hin und her. Das macht ja richtig Spaß. Ah! Nein, 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 alle. Schnappt ihr euch? Nein! Mein Schurke! Du Monster! Verdammten Banditenräuber oder was auch immer ihr sein sollt! Auf jeden Fall keine Medika-Ärzte. Medika-Ärzte. Kennt ihr? Kennt ihr, gut. Okay, ah, da ist wieder so ein Ding. Ach, da hinten war noch ein Brauner. Okay. Die Braunen, die haben auch eine Mission, sie müssen die Roten beschützen. Und Angriff. Ah, da ist sogar eine Truhe. Sehr schön. Meins? Alles meins. Oh, Leben. Praktisch. Exquisit. Hier runter muss ich. Ich muss mir ja den ganzen Weg immer freibahnen. Das macht richtig Laune. Und der Typ, der weiß auch nicht weiter wohin mit sich. Ah, ich habe wirklich einen Roten schon verloren, verdammt. Tötet sie! Im Namen eures Overlords! Oh, fuck! Wieso haben die den Weg schon frei gemacht? Oh nein, jetzt habe ich meine Roten verloren. Oh Gott. Das waren krasse Verluste. Wie viele habe ich denn von jedermann? Von den Roten nur noch ein. Eieiei. Und den Rest hiervon? Ah, und dann sind wir oben bei der Korbel. Na los, Leute. Korbeln! Dann könnte ich wieder theoretisch mich zurückporten. Das will ich aber noch nicht. Jetzt sind die Banditen ja auch da. Kann ich die nicht von der Ferne aus attackieren? Das ist so eigentlich am praktischsten. Wenn ich die jetzt hier aus der Ferne anfackel, dann verbrennen sie sich elendig. Schön die Feuerbälle werfen. Schön ausholen, Leute. Das muss aus dem Handgelenk kommen. Immer aus dem Handgelenk. Na komm, Wurf! Nein, nicht die Dame. Die war ja leider nicht zu uns. Ich hätte sie sonst eventuell auch gern getötet, aber vielleicht kann ich mit der noch anfangen. Vielleicht eine Hochzeit oder so. Man weiß ja nicht. Ich meine, sie ist Rosa. Sie klingt so, als ob sie unschuldig wäre. Es sei denn, ihr Nachname ist Diaz. Dann haben wir vielleicht alle ein Problem. Ach, noch mehr. Angriff! Wo willst du hin? Feuerball! Ich
frag mich, ob ich meine Magie irgendwie noch ändere oder sonst irgendwas. Muss ich denn noch irgendwas tun noch? Oh. Schnappt ihr euch! Ich gebe ihm rote Seen. Ich brauche rote Seen. Haben bestimmt auch so als Farming nehmen. Also ich glaube mal nicht, dass das hier irgendwie so ganz professionell hier alles immer gemacht werden muss. So, wo komme ich denn jetzt her? Ich kam jetzt von da hinten her. Wo? Ich habe den Weg hier frei gemacht. Da war ich auch noch nicht. Die Plünderer wollen nicht, dass ich den Kranken helfe. Sie wollen nur Chaos vorbereiten. Das ist ja krank. Diese Seuche auch außerhalb von Himmelsspitze aus, wird alles sehr chaotisch. Und das hasse ich. Okay. Gut zu wissen. Was ist das denn? Was ist das denn? Ihhh. Das erklärt natürlich, wie die Plünderer in das Schloss gekommen sind. Okay, Rote, ihr müsst sie umstellen. Ihr müsst sie umstellen. Ihr müsst sie umstellen. Wie soll ich das jetzt genau einstellen? Habe ich jetzt? Ah, ich habe nicht genug. Dreck, 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 Dreck. Was ist, wenn ich das Ding jetzt einfach wegstelle? Ach, kommt schon. Verpisst euch. Oh, jetzt auch noch die Käfer. Ich glaube, ich kriege einen zu viel. Alter, was? Ah, wie umstelle ich die Viecher denn? Moment, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Alter, nerv nicht! Los! Runter! Naja, drumherum. Ihr schafft das. Zack, 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 zack. Verpisst euch. Ich bin euer Oberlord. Jawohl. Und nun? Wieder zu mir. Perfekt. So umstellen? Ah, diese Kackviecher. Nein. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Bringt dem Frauenzimmer jetzt das Gepäck, damit das Gejammer endlich aufhört. Ich habe aus der Schnelle jetzt einfach komplett vergessen, wie man das Vieh richtig umstellen kann. Warte mal, wenn ich jetzt wähle die roten, dann kann ich die jetzt zum Beispiel dahin schicken. Und dann bleiben die dort. Und dann kann ich die dahin schicken. Ihr sollt da nicht rangehen, verkackte... Egal, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Das ist jetzt egal. Ich hab's bloß nicht vernünftig hinbekommen, das ist einfach alles. Okay? Und wir gehen nämlich die Braunen aus. Ich muss mich mal voll machen. Die kriegt man ja relativ schnell wieder nachgespawnt. So ist es ja nicht. So. Jetzt mal ran da den Speck. Und teleport. Hier wegbringen. Na los. Sehr gut. Ah, anstrengend. Ist da vielleicht eine Mähdresse drin? Könnte ich nämlich noch gut gebrauchen.
Sie hat bestimmt die Größe der Mähdresse. Ich weiß nicht mal, was eine Mähdresse ist. Wie will ich hier was vormachen? Das passt gar nicht da durch. Auf nach Rauschingen! Mein Gepäck? Ihr und eure Engelchen habt es gefunden. Engel? Ich dachte, ihr wärt nicht wirklich zu viel Nütze, aber ihr habt mich eines Besseren belehrt. Jemand wie ihr könnte jemanden wie mich gebrauchen. Auf geht's! Sag ich ja. Kann bestimmt für irgendwas gut gebrauchen. Das ist also euer Turm. Oh. Da ist einiges zu tun. Seid gegrüßt, Milady. Herr, wir haben es geschafft, die Privatgemächer wieder zu öffnen. Die Schergen bringen Miladys Gepäck dorthin. Wenn ihr nach Himmelsspitze geht, könntet ihr vielleicht herausfinden, wodurch die Seuche verursacht wurde? Ich sehe lieber oben nach. Nicht, dass die kleinen Lieblinge meine Sachen aufessen und Bauchschmerzen bekommen. Gebt mir ein wenig Zeit, damit ich für Ordnung sorgen kann. Und kommt danach. Ich setze den Kessel auf. Moment, essen? Essen? Ah, da seid ihr ja. Eigentlich bin ich anderes gewohnt als diesen Ort. Aber ich werde einfach das Beste daraus machen. Lasst mich euch herumführen. Es gibt hier nicht viel zu sehen, aber wenn man ordentlich putzt, wird es sicher ganz nett. Du willst putzen? Hieraus könnte man gut etwas machen. Ein Schlafzimmer, ein Speisezimmer und sogar einen privaten Verhörraum. Mit Folterinstrumenten? Ist es dann 50 Shades of Overlord? Dieser Bereich hier würde eine tolle Schatzkammer abgeben. Das Licht würde eure Reichtümer gut zur Geltung bringen. Ihr habt doch Reichtümer, oder? Ja, deswegen liegen sie auch dort. Ich glaube zumindest, dass das der Grund ist, wieso sie da liegen. Hinterfragen Sie mich hier nicht, ja? Der Lady. Dies hier ist das Herzstück eures bösen Territoriums. Ich habe aus allem Möglichen, was so herumlag, ein Modell eures Turms gebaut. Ich bin ziemlich einfallsreich. Oh, hätte ich auch hinbekommen. Sagt so, warte mal, kann ich hier irgendwas machen? Ich kann ihn weiterentwickeln. Okay, Flaggen. Palisaden, oh. Ich erkenne so gut wie gar nichts. Palisadenkrone. Eine Feuerschale. Oh mein Gott, sie ist so wunderschön. Ein roter Teppich. Alter. Echter Statuen. Chimärenstatuen. Oh Gott, ich brauche den Teppich. Gebt nicht all euer Geld auf einmal aus, Herr. Aber der Teppich war wichtig. Außerdem brauche ich einen kaiserlichen Thron. Gut. Ihr habt ein Gespür für solche Dinge. Finde ich auch. Und, Overlord-Flagge, Schergen-Flagge, Triumph-Flagge, Augen-Flagge. Hey, Chicas, was geht ab? Overlord-Flagge. Ah, das ist genau richtig. Finde ich auch. Okay, aber jetzt, das war's schon, ja? Es geht vorwärts, es geht vorwärts. So, und das war's auch, hä? Cool, dafür kann ich mein Geld ausgeben. Ein Glück für gute Sachen, nicht für Deko. Dieser Bereich hier würde eine tolle Schatzkammer abgeben. Das hast du schon gesagt. Das würde eure Reichtümer gut zur Geltung bringen. Ihr habt doch Reichtümer, oder? Die macht's mir gerade echt nicht leid. Vor allem, warum labern die denn das nochmal? Was soll denn das? So, hier ist noch gar nichts. Okay, ey, die Kamera dreht sich aber. Hier wird noch auf jeden Fall noch was gemacht anscheinend. Vielleicht hat sie ein Händchen für Dekoration. Also, ist ziemlich gut bestimmt darin. Privaten Gemächer? Ist das mein Bett oder ihrs? Weil das ist mir etwas zu transparent. Na gut. Machen wir einfach mal weiter. Wir gehen einfach wieder runter. Sah schön aus, hat Spaß gemacht. Retter des Fräulein. Ja, das bin ich. Hi.
Und ich würde sagen, in der nächsten Folge von Overlord schauen wir mal. Was sind denn eigentlich unsere Aufgaben? Schauen wir nochmal. Eine ist immer noch in Hügelland. Nein, jetzt bin ich echt hingegangen. Eigentlich wollte ich nachgucken, was meine Mission ist. Habe ich die falsche Taste gedrückt, Dreck. Seid gegrüßt! Meine Mission. Ein Eingang nach Himmelsspitze finden. Ja gut, das kriege ich hin. Finde den Ausgangspunkt der Seuche in Himmelsspitze. Den Eingang nach Himmelsspitze. Habe ich jetzt eine Mähdresse gefunden? Habe ich jetzt? Oder soll die Dame eine Mätresse sein? Ich dachte, das ist ein Gegenstand. Ich habe echt keine Ahnung, was das ist. Verkackte Kacke. Okay. Retter des Fräulein. Klappe. Nun. Was wir also dann bei Himmelsspitze finden werden, sehen wir in der nächsten Folge von Overlord. Ich werde den Typen wegtreten. Bis dahin, macht es gut und auf Wiedersehen. Sprengmeister von Wilfried Wanst.